Ich habe gestern wieder Sendung mit der Maus geguckt. Großartig. Ah nee, das ist ein falsches Geräusch. Ich kann das, kannst du das? Machen wir. Das ist zu hoch. Ja, ja. Kann ich nicht. Okay, meine Zunge ist zu weit draußen. NVIDIAs GeForce RTX 4090 ist viel schneller als AMDs Radeon RX 7100 XTX. Das ist landläufig bekannt, doch stimmt das überhaupt noch? Das gucken wir jetzt. Ich geb's zu, das war jetzt ein bisschen reißerisch, allerdings habe ich jetzt bestimmt eure Aufmerksamkeit. Wir werden jetzt nämlich uns angucken, wie die ziemlich alten mittlerweile Grafikkarten RTX 4090 und 79XTX im März 2024 performen. Denn, wie ihr vielleicht wisst, oder bist sicher wisst ihr das, ihr guckt uns ja regelmäßig zu, beide Architekturen, also Ada Lovelace, also RTX 4000 und AMD RDNA 3, also RX 7000, sind schon Ende 2022 erschienen. Und das ist ja eigentlich schon, ja, eine Ewigkeit im IT-Bereich, allerdings sind diese Architekturen und die genannten Grafikkarten immer noch aktuell und die schnellsten Modelle, die ihr kaufen könnt. Deswegen gucken wir uns mal, wie performen diese Grafikkarten mit neuen Treibern, denn neue Treiber sorgen dafür, dass die alten GPUs besser ausgelastet werden und den neuen Spielen besser performen. Was sich geändert hat, sind die Treiber. Doch damit ihr die Benchmarks jetzt besser einordnen könnt, schauen wir uns kurz nochmal die Spec an, also die Rechenleistung der gezeichneten Grafikkarten, einfach damit man das besser einordnen kann. Ganz links seht ihr NVIDIAs GeForce RTX 4090, einfach weil das die Speerspitze ist. Das ist auch die schnellste Grafikkarte, so viel kann ich verraten. Allerdings ist vielleicht spannend, wie der Abstand zu den nächstgrößeren oder nächstkleineren Modellen ist. Und da sehen wir mit den durchschnittlichen Taktraten bei uns hier im Benchmark, das sind 2740 MHz, das ist eine Non-OC-Karte, also die Founders Edition. Da ergibt sich eine Rechenleistung von ziemlich anständigen 90 Teraflops, sowohl bei FP32, also das ist für die Spiele wichtige, die Rechenleistung, die Präzision, und auch bei FP16, also bei reduzierter Genauigkeit, unter anderem wichtig zum Beispiel für Upsampling wie FSR, sind das auch 90 Teraflops. Ja, dazu gibt es, wie gehabt, 24 GB GDDR6X Speicher mit einer satten Transferrate von 1 Terabyte pro Sekunde. Daneben ist AMDs derzeit schnellste Grafikkarte die Radeon RX 7100 XTX. Die hat mit den typischen Taktraten, die ihr seht, das sind hier bei uns im Test über alle Benchmarks 2600 MHz, eine Rechenleistung von rund 64 Teraflops. Allerdings bei halbierter Genauigkeit hier sieht man FP16, kann sie das auf bis zu 128 Teraflops verdoppeln. Und das hilft zum Beispiel bei FSR-Upsampling, habe ich ja gerade schon gesagt. Allerdings sieht man schon, wenn man die beiden vergleicht, also die 4090 und die 79XTX, dass die NVIDIA-Karte deutlich überlegen ist bei der Rechenleistung. Punkt. Und ihr seht, wenn ihr das vergleicht, 64 zu knapp 90 Teraflops, das ist schon ein deutlicher Unterschied und das gibt einen Ausblick darauf, wie die Performance-Unterschiede der beiden Grafikkarten sind. Allerdings Rechenleistung in der Theorie und Rechenleistung in der Spielepraxis ist nicht das gleiche, deswegen gibt es da durchaus noch markante Unterschiede. Ansonsten hat auch die Grafikkarte von AMD immer noch 24 GB Speicher. Der ist ein kleines bisschen langsamer angebunden als bei der GeForce, nämlich 960 GB pro Sekunde, also 0,96 Terabyte pro Sekunde. Das ist immer noch sehr viel, das ist auch definitiv zukunftssicher. Werfen wir noch kurz der Vollständigkeit halber einen Blick auf die zweitschnellste GeForce. Na, das ist ein voll ausgebauter AD103-Chip hier in Form der GeForce RTX 4080 Super. Um die Karte geht es nur so am Rande, die kann man in jedem Benchmark bei uns einblenden. Allerdings vergleiche ich hier explizit die schnellste Karte von AMD gegen die schnellste von NVIDIA. Und die 4080 Super ist das nur so ein Bonus, falls ihr einen fairen Vergleich wollt. Denn was mache ich hier? Ich möchte euch einerseits zeigen, wie schnell die 4090 in aktuellen Spielen ist. Also alles, was geht, beste Grafikkarte, gegen das Beste, was AMD hat. Und das ist wichtig für zukünftige GPUs, die dieses Jahr erscheinen werden, denn gerüchterweise wird es im zweiten Halbjahr, ist leider noch ein bisschen hin, neue Grafikkarten von AMD, NVIDIA und Intel geben, wobei nicht ganz sicher ist, was wann erscheint, also wahrscheinlich NVIDIA erst 2025, aber egal. Wir sehen die Unterschiede zwischen den Top-GPUs von AMD und NVIDIA und somit auch, was AMD aufholen muss. Und das ist ja durchaus interessant für alle, die sich vielleicht für Grafikkarten interessieren. Wichtig vorweg, ich habe ja gesagt, es geht um die Treiber primär, weil die Hardware hat sich ja nicht verändert. Die Treiber sind wirklich elementar, damit neue Architekturen ordentlich ausgelastet werden. Und als 2022 sowohl Ada Lovelace als auch RDNA 3 erschienen sind, waren es mehr so, ja, so die, es ist nicht die erste Version der Treiber, allerdings ein bisschen wackelig, die neue Hardware wurde nicht voll erschlossen. Und mit neuen Treibern, die ja wirklich oft erscheinen bei AMD und NVIDIA, wird das ganze Zeug besser ausgelastet, bedeutet, ihr bekommt aus der vorhandenen Hardware mehr Leistung. Sollte logisch sein.
Und ein wichtiger Pfeiler dabei ist natürlich, die Rechenwerke ordentlich zu füttern und mit Arbeit zu versorgen. Und das ist vor allem bei AMD wichtig, denn da gibt es so eine neue Funktion bei der RDNA 3, die heißt Dual Issue. Das bedeutet, die ALUs können sich verhalten wie 12.288 Einheiten im gleichen Takt und quasi doppelten Durchsatz erreichen. Und das ist wirklich wichtig. Also ihr könnt ahnen, ne? Doppelte Rechenleistung ist wirklich sehr viel. Und am Anfang war das so, als ich das 2022 zum ersten Mal gebencht habe, waren die Tools sich eigentlich alle einig, ja, Rechenleistung im Bereich von ein paar 30, so 35 Teraflops. Mit anderen Worten, es wurde nicht Dual Issue benutzt. Also diese Funktion blieb ja, ungenutzt. Die Rechenleistung lag brach. Das ist mittlerweile anders. Also die AMD Software Adrenalin kann mittlerweile die GPU hier deutlich besser auslasten. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal sowas fragt wie AIDA 64, den General Purpose Benchmark, den ich hier angewendet habe, da sieht man dann so Dinge wie 62 Teraflops bei der 79 XTX. Und das spricht dafür, dass das hier in diesem Test zumindest ordentlich ausgelastet wird. Und hoffentlich auch in Spielen. Und das sehen wir gleich, ob das so ist. Trotzdem, also selbst wenn die ALUs voll ausgelastet werden, also sich also verhalten wie 12.288, dieser Best Case, werden hier, auch wenn der Spec-Tabelle schon genannt wurde, so gut 60 Teraflops erreicht. In diesem Fall sind es 62. Und da sieht man, damit hat die 79 XTX zwar deutlich mehr Rechenleistung als die 4080 Super, hier rechts im Bild, mit 55 Teraflops. Allerdings, die 4090 ist trotzdem uneinholbar, weil das sieht man auch hier, AIDA bescheinigt quasi 1:1 das, was ich da in der Spec-Tabelle ausgerechnet habe, knapp 90 Teraflops. Zwischenzeitlich habe ich auch das Testsystem so ein bisschen nachgeschärft, ne? So ein bisschen Chili drauf geschüttet. Und das ist wichtig, um Grafikkarten zu testen, schnelle Grafikkarten zu testen, sollte der Unterbau nicht bremsen. Ne? Weil sonst teste ich ja den Unterbau. Möchte ich nicht. Und um das zu erreichen, habe ich hier einen wirklich sehr schnellen Intel-Prozessor mit sehr schnellem Speicher, ordentlicher Kühlung, weil das ist wichtig. Und ich kann die Grafikkarten sehr gut auslasten, auch in Full HD. Nicht vollständig, also wenn ihr eine 79 XTX oder eine 4090 kauft und den Full HD betreibt, seid ihr immer mit jedem Prozessor dieser Erde ein bisschen oder stark CPU-limitiert. Wir allerdings sind durch die möglichst fiesen, also GPU-lastigen Szenen mit ordentlich Pixeln und starker Infrastruktur möglichst wenig CPU-limitiert. Das heißt, was ihr da sehen werdet, sind die aktuellen Daten mit aktuellen Treibern. Welche das sind, sage ich gleich. Und ja, also die, wirklich die Abstände zwischen diesen beiden Grafikkarten, wenn sie dürfen. Na, wenn ihr einen Namenprozessor habt, dann sind die Abstände kleiner. Allerdings könnt ihr das zum Beispiel lösen, indem ihr auf ein UHD-Display aufrüstet, weil da ist Grafikleistung wichtig und nicht die CPU. Also, was ich hier teste, sind die beiden Top-Grafikkarten von AMD Nvidia mit dem zum Stand Ende Februar aktuellen Treiber. Alt, werdet ihr sagen, ja. Aber das ist noch der aktuelle Code. Also das ist das, was aktuell aus diesen GPUs rauskommt. Nämlich mit der AMD-Software Adrenalin 24.2.1. Stimmt das? Ja, stimmt. Im folgenden Benchmark seht ihr nur zwei Grafikkarten. Und zwar die, die ich gerade genannt habe, 4090 gegen 79 XTX, einfach, damit ihr den Direktvergleich habt. Allerdings dafür in allen vier Auflösungen. Ja, das ist ja nicht so oft bei uns. Wir testen zwar vier Auflösungen, sagen das auch immer, allerdings zeigen wir sie euch nicht immer. Deswegen habe ich gedacht, wir machen das mal nur zwei Grafikkarten, allerdings mit jeweils acht Balkenpärchen. Also zwei Balkenpärchen, nämlich hier Orange Full HD, dann in Grün WQHD, dann hier in Lila Ultra Wide QHD und in Rot, in fies Blutrot Ultra HD. Und da seht ihr, wenn ihr durch unsere 20 Spiele klickt, immer die beiden Grafikkarten. Und ich mache das mal so langsam, dass ihr so ein Bild davon kriegt, was das für ein Leistungsniveau ist. Wir sehen hier eigentlich immer, in Full HD zumindest, weit dreistellige Bildraten, teilweise über 200 FPS. Teilweise auch über 300 FPS, hier wie in Counter-Strike. Sogar in Cyberpunk dreistellige Bildraten. 200 in Dead Space, in F1 sogar knapp 400 FPS. Also man sieht schon, das Skelett wahnsinnig. Also diese Spiele sind darauf ausgelegt, Grafikkarten auszulasten. Und wenn die Grafikleistung da ist, dann kriegt ihr da wirklich quasi überflüssige Bildraten. Man kann also quasi auch schon daran denken, ein 240 Hertz Display mit voller Bildrate auszulasten. Nur für solche modernen Brecher-Displays mit 540 Hertz, habe ich gerade gesehen, gibt es. Das reicht nicht, um da wirklich mit synchronisierter Bildrate zu arbeiten. Aber das ist schon sehr nah dran. Jedi Survivor war mal ein Hardware-Killer, ist allerdings, wie man sieht, mit diesen Grafikkarten und aktuellem Treiber echt ein Kinderspiel. Gilt auch für Starfield. Das lief ja zum Launch im Herbst nicht so geil auf Grafikkarten von Nvidia, ist allerdings, wie man sieht, hier mit dem aktuellen Patch repariert, obwohl wir hier noch nicht mal FSR 3 Frame Generation nutzen. Was sage ich jetzt? Esst mehr Bananen. Wie immer, ihr könnt euch das gerne in Ruhe anklicken, das sind ja wirklich viele Daten und ihr könnt auch hier, das kann ich euch mal zeigen, in jedem einzelnen Benchmark bis zu 26 GPUs einblenden und dann scrollt ihr da sehr lange. Kann das mal zeigen? Bis hinunter zur RTX 3050, ARC A580 und so weiter. Das sind Grafikkarten im Bereich von 200 Euro. Und da sieht man schon, wenn ihr mehr Geld auf das Problem Ruckeln schmeißt, kriegt ihr auch viel längere Balken.
Allerdings reden wir wirklich von so Spaßbringern für Ultra-HD. Wenn Ultra-HD geht, dann mit diesen beiden Grafikkarten. Und das sieht man auch hier sehr gut. Der rote Balken ist immer noch sehr flüssig, würde ich sagen. Also 60 FPS sind überhaupt kein Problem. Außer, das muss ich mal dazu sagen, so diese Dingern wie Alan Wake. Alan Wake ist so ein brutales Spiel. Da sieht man dann, da reicht die 7 und XTX hier in UHD in dieser wirklich, wirklich sehr gemeinen Szene, muss ich auch sagen. In diesem Wald. 35 FPS rund. Während die 4090 sich so gerade an die 50 FPS Marke heranrobbt. Klingt erstmal schlimm, allerdings ihr könnt ja jederzeit DLSS anmachen oder FSR und auch Frame Generation im Falle von Nvidia und dann wird das schlagartig sehr flüssiger. Und abgesehen davon, wie gesagt, ist eine fiese Szene. Viele Szenen des Spiels laufen besser. Kürzen wir es ab. Diese Grafikkarten machen Spaß. Auch in Ultra HD. Ne? Wahrscheinlich würde Phil mich jetzt verhauen, wenn er sie 35 FPS zieht und ich das empfehle. Allerdings, ihr kriegt das auf jeden Fall flüssig. Wenn nicht mit diesen Karten, damit keiner. Deswegen kommen wir mal zum Leistungsindex, der jetzt nicht wirklich überraschend ist. Allerdings hat sich die Nachkommastelle verändert. Es ist wirklich wichtig zu sagen, sowohl AMD als auch Nvidia haben zugelegt mit den Treibern und das sieht jetzt erstmal so aus, es hätte sich gar nichts getan. Was erzählt der Typ von Leistungssteigerungen, weil die sieht man ja nicht. Das stimmt. Dadurch, dass die 4090 als 100% Basis schneller geworden ist, werden alle anderen Grafikkarten so ein bisschen langsamer. Was nicht messbar langsamer wird, ist die 7 und XTX, weil die ist ja auch schneller geworden durch den Treiber. Das heißt, ihr Balken ist quasi gleich lang. Allerdings sind alle Grafikkarten darunter, also die kleineren, günstigeren, sind kürzer, die Balken. Sehen wir hier. Ist nicht deutlich, muss man dazu sagen. Also es sind so Leistungssteigerungen im Bereich im 5% Rahmen. Allerdings ist es sehr gut zu wissen, denn ihr habt hier quasi Fine Wine. Ne? Also einen gereiften Wein, einen gereiften Käse im Rechner. Und könnt auch spätestens jetzt zuschlagen, denn die Leistung ist jetzt höher als damals. Ihr bekommt also mehr pro Euro. Ihr könnt euch hier wie immer zwischen 5 Indizes entscheiden. Ne? Also hier standardmäßig eingeblendet ist der Gesamtindex, der alle 4 Auflösungen verrechnet. Ihr könnt allerdings zum Beispiel nur auf Ultra-HD gehen und das würde ich empfehlen, weil das sind ja wirklich Ultra-HD-Grafikkarten, für die sich das wirklich lohnt, diese Pixel-Königsklasse auszufahren. Da sehen wir, wenig überraschend, die 4090 ist die schnellste Grafikkarte, immer noch. Ne? Das ist ja seit 2022 so im Herbst und wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, bis die nächste GPU-Generation erscheint. Vielleicht kommt noch eine T, sehen wir dann. Aber bis dahin gilt das, was ich hier euch zeige. Die 4090 ist in Ultra-HD isoliert, Ultra-HD-Index, um 33% schneller als die 79 XTX. Und wenn ihr euch mal kurz an die Rechenleistungsunterschiede zurückerinnert, ist das eigentlich eine relativ interessante, fast annähernd lineare Skalierung. Die 4090 hat nämlich rund 40% mehr Rechenleistung und setzt hier immerhin 33% mehr Leistung um. Und das kann sich durchaus sehen lassen. Das bedeutet nicht, dass die 79 XTX hier langsam und untauglich ist. Nein, sie ist definitiv und zwar ganz klar die zweitschnellste Gaming-Grafikkarte, die ihr euch kaufen könnt. Sieht man hier im Vergleich zur 4080 Super immerhin 3% schneller. Und wenn man es vergleicht mit der ehemaligen Konkurrenz, also der alten 4080, die ja ungefähr genauso alt ist wie die 7X6, sind es plus 5% für die AMD-Karte. Kommen wir nun zum spannenden Teil, nämlich dem Raytracing. Da hier auch alle 4 Auflösungen eingeblendet sind, sieht man mal das ganze Elend oder sagen wir die ganze Skalierung, die hier auftritt. Und da sind wirklich enorme Unterschiede zu beobachten zwischen AMD und Nvidia und zwischen den Spielen. Und ich fange gerne mit meinem Brecher im Benchmark an, denn Alan Wake 2 ist der absolute Wahnsinn, um Grafikkarten zu töten. Und es ist einfach so hübsch, deswegen lohnt sich das auch. Allerdings lässt AMD hier ordentlich federn, wie wir sehen. Hier schlägt jetzt die Stunde der RTX 4090. Sie kann da wirklich alle Transistoren auf die Straße bringen, die sie so mitbringt. Und das sehen wir hier wirklich sehr eindeutig. Wenn wir mal gucken auf Full HD, da kämpft sich die 4090 immerhin über die 100 FPS-Marke, während die AMD-Karte bei 56 liegt. Das bedeutet, die 4090 ist hier um satte 91% schneller. Und wenn man die Auflösung schrittweise erhöht, sieht man, dass der Abstand sogar noch größer wird. In Ultra HD ist die 4090 sogar um 106% schneller. Also mehr als doppelt so schnell. Bedeutet, ihr könnt das euch eigentlich quasi merken, je mehr Last ihr auf eine 4090 schmeißt, desto eher kriegt sie alle Einheiten ausgelastet, performt also relativ besser. Und das ist eigentlich ein Feature, was die 7 und XTX auch hat. Also sie kommt mit hohen Auflösungen schon klar. Allerdings im Vergleich mit der 4090 hat der dicke Chip von Nvidia noch mehr Luft nach oben. Klicken wir hier nochmal alibi halber die anderen neuen Spiele durch. Das ist immer sehr eindeutig. Also da muss man wirklich nicht diskutieren. Die 4090 ist hier mit Abstand immer in Front. Und da gibt es Spiele, die laufen sogar ziemlich gut auf AMD. Sehen wir hier zum Beispiel Metro Exodus. Ist mein Beispiel für, sieht geil aus und läuft trotzdem gut. Allerdings ist das nicht die Regel, denn die meisten anderen Spiele laufen überdurchschnittlich gut auf der Ada Lovelace GPU. Wenn man so im Detail schaut, wenn ihr 60 FPS wollt, ist ein valides Ziel,
Full HD, in dem Fall immer mit Quality Upsampling, dann braucht ihr leider in diesen fiesen Szenen, die wir haben, eine 4090. Ja, sieht man schon, die 4090 schafft schon ziemlich, ja, eigentlich immer über 60 FPS, auch so ein Alan Wake. Ja, während die Radeon so im Bereich zwischen 40 und 60 rangiert, das ist nicht schlecht. Allerdings müsst ihr da wahrscheinlich das FSR auf Balance stellen oder Frame Generation anmachen, um da über 60 FPS zu kommen. Im Raytracing-Gesamtindex passiert auch das, was ihr sicher alle erwartet habt. Die 4090 ist die 100. Allerdings auch hier durch die besseren Treiber, ne, ist der Balken der 4090 relativ zum Rest länger geworden. Einfach weil die Auslastung jetzt besser ist und dadurch werden alle anderen ein bisschen kürzer. Sehen also schlechter aus, weil sie es eigentlich auch sind. Ne? Also durch die frischen Treiber kriegt ihr dann auch wirklich alles, was ihr da bezahlt habt bei der 4090 und das ist ja viel Geld. Da sehen wir dann, gegenüber der zweitschnellsten GeForce, die ja so ca. 1.100 Euro kostet, ist die 4090 im Gesamtindex um 28% schneller. Wenn ihr aber das richtige Gerät für Ultra HD wollt, dann steigt der Abstand auf satte 35%. Die 4090 kann diese Rechenleistung wirklich sehr gut auf die Straße bringen. Und das gilt vor allem im Vergleich mit der 79 XTX. Die liegt nämlich bei 53 Indexpunkten. In anderen Worten, die 4090 ist um stolze 89% schneller. Es sieht jetzt erstmal fies aus, ne? Also müssen wie gesagt nicht diskutieren, die 4090 ist mit großem Abstand schneller als die schnellste AMD-Lösung. Allerdings kann man auch sehen, wenn man das mal vergleicht, das ist immer schön so ein Blick zur Seite und zurück, gegenüber der 68 XT, also der zweitschnellsten RDNA2-Karte, ist die 79 XTX immerhin hier in Ultra-HD um stolze 66% schneller beim Raytracing. Das ist gar nicht übel, also ein generationaler Sprung ist ja wirklich nicht schlecht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum die 680 XT, ja, ist das verbreitetere Modell als die 69 XT, das wäre das Topmodell gewesen. Die 69 XT ist so um 5% schneller als die 68 XT. Nur damit ihr mal das Verhältnis seht, ich nehme jetzt mal die Grafikkarte, die ungefähr 5% schneller ist als die 680 XT. Okay, 6% schneller hier, die 4060 Ti. Und wir sehen, da ist die 79 XTX immerhin um 56% schneller. Also so je nach Spielerauswahl könnt ihr damit rechnen, 50-60% vom schnellsten RDNA 2 auf das schnellste RDNA 3 Modell. Und weil wir fair sind, machen wir das auch noch bei Nvidia kurz. Ihr seht hier die 3090 Ti, die war vor ziemlich genau 2 Jahren das schnellste Pferd im Stall. Und da erreicht die 4090 immerhin 69% mehr Leistung. Also das kann sich wirklich sehen lassen und ich bin sehr gespannt, ob RTX 5000 den gleichen Sprung macht. Schöner wäre natürlich mehr, allerdings Zweifel. Die Grafikkarten laufen also besser als vor einigen Monaten, dadurch, dass der Treiber sie besser auslasten kann. Und da gibt es noch einen Nebeneffekt dadurch, die Karten brauchen dann auch ein bisschen mehr Strom. Allerdings nicht signifikant, in beiden Fällen ist aber ein bisschen mehr zu verzeichnen und das habe ich hier mal aufgelistet. Die RTX 4090 liegt jetzt bei Average über alle 250, circa Messungen in 4 Auflösungen in den 20 Spielen bei 360 Watt. Und ihr werdet euch vielleicht wundern, 360 ist ja voll wenig im Vergleich zu den 450, die sie saufen könnte. Ja, die 4090 ist definitiv eine Grafikkarte, die kann sehr viel Strom brauchen, aber in 90 oder eher 95% der Fälle tut sie das gar nicht. Also so eine Average Power so im Bereich von 300 Watt circa ist für Full HD normal. Mit steigender Auflösung wird es mehr, also für Ultra HD könnt ihr so roundabout mit 400 Watt rechnen. Und dadurch ergibt sich ein Average-Wert hier von 360 Watt und eine Platzierung auf Rang 1. Ja, höchste Energieeffizienz für die 4090 im Vergleich zu anderen Karten. Einfach, weil sie phasenweise ein bisschen chillen kann. Kann runtertakten, muss nicht unter voller Auslastung fahren, weil sie so stark ist. Und deswegen ist sie schön effizient. Das ergeht der 79 XTX übrigens genauso. Also sie ist auch eine Grafikkarte, die einen sehr dicken Chip hat. Das heißt, die muss nicht zwangsweise immer mit maximaler Leistung laufen. Kann phasenweise, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, die CPU limitiert, ein bisschen runtertakten und dadurch braucht sie weniger Strom. Und deswegen ergibt sich hier eine durchschnittliche Board Power oder ein Average Gaming Power in dem Fall von 345 Watt bei einer offiziellen Board Power von 355. Das heißt, da ist die Lücke nicht so groß wie bei Nvidia bei der 4090, weil die 4090 wird eigentlich quasi nie voll ausgelastet, während die AMD-Karte auf dem schnellen System zumindest ansatzweise mit voller Auslastung läuft. Dadurch ergibt sich eine relativ gute Energieeffizienz für die AMD-Karte, die beste unter den Radeon-Karten, also auch RDNA3 intern. Das sehen wir hier gegenüber der nächst kleineren, also HASI, der 79 GE, ist die große Karte um 2% energieeffizienter und trotzdem minimal ineffizienter als die schlechteste Ada Lovelace, also RTX 4000 Karte, hier in Gestalt der 4070 Ti. Da sehen wir, die Nvidia-Karte ist um 2% energieeffizienter. Und ja, im Grunde ist die Energieeffizienz von beiden Architekturen ziemlich gut im Vergleich zu den älteren. Ne? Sehen wir hier die 68 XT und die 3080 gerade, die vorherige Generation, die ist sehr weit abgeschlagen. Allerdings muss auch hier Nvidia sagen, ihr habt gewonnen. Ja,
Nimmt man die 700 XTX als Basis, erreicht die 4090 bei höherer Leistung eine um 19% höhere Energieeffizienz. Beim Raytracing sieht das nochmal eine Spur härter aus. Da sieht man eine ziemlich auffällige Rüppchenbildung, nämlich hier oben die ersten, wie viel sind es? 7 Modelle, wow, das sind viele Modelle, also die 7 schnellsten Grafikkarten Gruppe 1, Ada Lovelace RTX 4000. Und da gibt es eine zweite Gruppe, das ist bestehend aus RDNA 3 und den älteren Karten. Also wirklich sehr eindeutig. Wenn wir hier mal die 700 XTX nehmen als Basis, dann erreicht die 4080 den höchsten Effizienzwert mit plus 63% und die 4090 knapp dahinter ist um 62% energieeffizienter. Und jetzt hier, weil es so spannend ist, wir haben es ja gerade im Leistungsindex gesehen, Raytracing, da ist die 4070 super, genauso schnell die 700 XTX, also knapp. Die 700 XTX ist ein bisschen schneller, aber können wir ja mal vergleichen. Spaßeshalber, hier ist die 4070 super, minimal langsamer, allerdings immerhin um 59% energieeffizienter. Auch hier wieder können wir abhaken, Nvidia gewinnt den Effizienzpreis. Preis-Leistungs-Verhältnis, immer wichtig und ich habe da gute Nachrichten für euch. Ich habe jetzt zwar die Preise nicht nochmal für heute oder für gestern nochmal neu ausgerechnet. Das ist so das Niveau, was ihr erwarten könnt, das ist das Niveau seit einigen Tagen. Und wenn ihr ein Schnäppchen findet, für weniger Geld, zuschlagen, weil dann wird das Preis-Leistungs-Verhältnis noch besser. Allerdings, diese Preise sind ungefähr passend. Ne? Wir müssen irgendwann das Video drehen und wenn ihr das guckt, ist es wahrscheinlich anders. Ihr könnt ja dann überschlagen, wie das anders ist. Also wenn der Preis um 10% sinkt, steigt normalerweise auch das Preis-Leistungs-Verhältnis entsprechend. Insofern, ein bisschen Mathematik hilft da. Wir fangen an mit dem Rasterizing und da tauschen jetzt mal die Plätze. Wir haben hier mit Abstand die 4090 als Schlusslicht. Das haben wir in diesem Benchmark-Test bisher noch nie gesehen. Das ist jetzt hier ziemlich eindeutig. Da wirkt quasi der berüchtigte Top-Modell-Aufschlag, denn die 4090 ist zwar geil und schnell, allerdings pro Euro miserabel. Da sehen wir hier einen Preis-Leistungs-Index von 44 Indexpunkten und die AMD-Karte, die ja gut die Hälfte kostet, nämlich 950 statt rund 1800 Euro, die erreicht immerhin um stolze 51% mehr FPS pro Euro und ist damit in Sachen Preis-Leistung wesentlich attraktiver als die 4090, aber eben auch langsamer. Werfen wir der Vollständigkeit halber noch einen Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis der 4080 Super gegen die 700 XTX, denn das ist ja aus Sachen Preisen der fairere Vergleich. Da ist es so, da ist die GeForce immer noch deutlich teurer, nämlich um 150 Euro. Allerdings ja, kann man das schon eher vergleichen, weil die Grafikkarten ja so im Rasterizing-Index so um 3%, 5% auseinander liegen. Und da sehen wir dann, die 4080 Super um 1100 Euro hat einen Indexwert von 55,1. Preis-Leistungs-Index und die Radeon liefert um 21% besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Also hier kann man sagen, AMD liefert deutlich mehr FPS pro Euro, zumindest beim Rasterizing. Wenn wir jetzt nämlich runtergehen zum Raytracing-Preis-Leistungs-Index, da sieht das wieder ein bisschen anders aus. Ihr habt es ja gerade gesehen, die relative Leistung aller AMD-GPUs ist deutlich schlechter gegenüber den GeForces und deswegen kann sich AMD da auch so ein bisschen auf den Kopf stellen, die Preise massiv senken. Das zeigt sich hier ziemlich deutlich, weil wenn die 4090 in Reichweite ist, dann sieht man, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist nicht so gut. Die Nvidia-Karte ist immer noch ganz unten, ne? Um rund 1800 Euro ist der Indexwert unter 50 und die 700 XTX liefert einen Preis-Leistungs-Index, der um nur 12% besser ist. Kommen wir nun zu einer kleinen Detailbetrachtung, die ich normalerweise in meinem Excel verstecke, euch nicht zeige, sondern nur die Indizes. Das hier ist in Rot markiert der Leistungsindex Rasterizing der drei maßgeblichen Grafikkarten, also 4090, 700 XTX und 4080 Super. Und ihr seht hier nicht nur die relative Leistung der Karten in Full HD, WQHD, UWQHD und Ultra HD, sondern auch die relative Leistung in den Spielen. Und das ist ziemlich spannend, weil da sieht man auch, welche Spiele gut auf AMD laufen, welche schlecht auf AMD laufen und auch die echten Ausreißer. Und dann möchte ich euch mal kurz auf Jagged Alliance 3 stupsen. Das ist nämlich der Ausreißer hier im Index. Da erreicht die 700 XTX nur eine relative Leistung zu 4090 von 58%. Ist also gut halb so schnell. Und das ist eine Eigenheit, die Tester bisher alle verwundert. Bildqualität ist gleich, habe ich mehrfach geprüft. AMD-Karten laufen hier relativ schlecht. GeForce-Karten laufen normal, ne, gemessen an dem. Und der Gag kommt jetzt, ARC-Grafikkarten laufen überdurchschnittlich gut. Also wir haben hier quasi so beide Richtungen abgebildet mit dem Spiel. Und deswegen finde ich es super spannend und deswegen macht Jagged Alliance hier auch mit. Falls ihr euch fragt, was ein Ausreißer hier in so einem Benchmark-Parcours zu suchen hat, viel. Weil es ist ja wichtig, dass ihr auch die Leistung links und rechts seht und nicht nur mal alle Spiele laufen gleich auf allen GPUs. Ist ein bisschen langweilig. Und Jagged Alliance 3 ist ein sehr beliebtes Spiel, Strategiespiel, ein sehr gutes und ein Spiel sind auch nur 5% im Gesamtindex. Also es ist nicht so, dass die FPS eines Spiels das Rating ruinieren, im Gegenteil, das ist alles sehr wichtig und 5% ändern wenig. Also wenn die Radeon hier plötzlich ordnungsgemäß performen würde mit so einem Leistungswert von relativ, sagen wir mal 70 bis 75, würde sich wenig an der Gesamtwertung ändern und es wäre trotzdem ein Stück langweiliger.
Hier der Vollständigkeit halber noch Raytracing, in dem Fall habe ich das mal grün gefärbt, einfach, ne? Ist ein Wiederterritorium. Deswegen guckt euch hier das mal an, das sind die 10 Spiele und da sieht man auch, es ist ein bisschen langweiliger, weil da sieht man dann, hier gibt es keine so krassen Ausreißer, da läuft eigentlich alles relativ okay auf der Radeon. Wenn man auch hier mal von Cyberpunk und Alan Wake absieht, das sind ja Spiele, die wurden technisch von Nvidia betreut. Ne? Die gehen zwar auch in die Vollen mit Path Tracing optional, allerdings kann man schon sehen, dass das Spiele sind, die mit Rasterizing sehr gut auf AMD laufen, aber mit Raytracing überschrittlich gut auf Nvidia. Bonusindex. Ich werde immer wieder gefragt, wie würde es denn aussehen, wenn man die Rasterizing und Raytracing-Werte in einen Index schmeißt? Und diesen Wunsch komme ich jetzt mal nach, mal wieder. Wir haben das ja zuletzt gezeigt in unserem Benchmark-FAQ-Video. Und mittlerweile sind ja 26 Grafikkarten durch den neuen Leistungsindex geballert worden von mir mit aktuellen Treibern. Und da kommt das Folgende raus. Die 4090 ist natürlich immer noch die schnellste Grafikkarte, ist klar. Hat überall die 100%. Und was nicht gleich bleibt, ist die Performance der Radeon-Karten. Denn da ist es so, wenn ich 50% Raytracing nehme und 50% Rasterizing, macht das Raytracing so ein bisschen die Wertung kaputt. Und dementsprechend kommt es dazu, dass die schnellste AMD-Grafikkarte hier nicht mehr auf Platz 2 erscheint, wie im Gesamtindex Rasterizing, sondern erst auf Platz 4. Und das ist ziemlich deutlich, also gegenüber der 4080, die normalerweise immer geschlagen wird beim Rasterizing, ist hier ein recht deutlicher Abstand von knapp, na, das dürften so 7 Indexpunkte sein, genau. Und die 700 XTX kann sich nicht deutlich von der 4070 Ti Super absetzen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich euch diesen Index zwar gerne zeige, allerdings nicht unbedingt sagen würde, dass das jetzt hier das Ding ist, um euch eine Kaufberatung oder eine Kaufentscheidung zu treffen. Uns interessiert sehr, was ihr von Raytracing haltet, wie oft ihr das nutzt und wie wichtig euch das bei einer Kaufentscheidung ist. Allerdings würde ich das jetzt hier so berechnen und meine Kaufberatung anhand dieser Daten aufbereiten, müsste ich ja von Radeon-Karten ziemlich oft abraten, weil die beim Raytracing nicht so stark sind. Insofern, wichtiger Punkt, ne? Raytracing ist wichtig, möchte ich gar nicht kleinreden. Ich bin absoluter Raytracing-Fan, allerdings verstehe ich absolut, dass das für die meisten Leute noch nicht in Frage kommt. Und ihr könnt euch das merken. Wenn ihr Raytracing wollt, ist eine RTX 4000 Grafikkarte auf jeden Fall die bessere Wahl. Das sieht man hier im Gesamtindex. Das sieht man Raytracing-Index. Allerdings für die meisten Leute, laut Umfragen, ist Rasterizing maßgeblich. Und da sind AMD-Karten sehr stark und auch stark pro Euro. GeForce RTX 4090 gegen Radeon RX 7900 XTX. Einige werden sagen, das ist ein unfairer Vergleich und ja, phasenweise möchte ich da gar nicht widersprechen. Allerdings ist es trotzdem spannend, denn wir vergleichen die schnellste GPU von AMD gegen die schnellste GPU von Nvidia. Und beide, Lob an beide Hersteller, denn die Treiber haben mehr Leistung aus den GPUs gepresst. Das heißt, die sind jetzt noch geiler, als sie es zum Release waren. Und das ist eine gute Nachricht. Das betrifft übrigens am meisten AMD-GPUs tendenziell so ein bisschen. Die haben ein bisschen mehr zugelegt und das liegt vor allem daran an den neuen Features, nämlich Hardware Accelerated GPU Scheduling, also Hacks. Das hilft vor allem in niedrigen Auflösungen und natürlich AMD Fluid Motion Frames, die Frame Generation im Treiber, mit der ihr die Bildrate quasi verdoppeln könnt mit Nebenwirkungen. Vergleicht mal die Karten allerdings objektiv, also rein die Bildraten, die wirklich ohne weitere Hilfsmaßnahmen erzielt werden, ist Nvidia meilenweit in Front. Und das ist nicht wirklich überraschend, denn die 4090 war von Anfang an die schnellste Karte und ja, der Chip hatte auch Potenzial, genau wie der von AMD, besser ausgelastet zu werden. Insofern wundert es nicht, dass die GeForce RTX 4090 insgesamt, also über alle 4 Auflösungen, die wir testen, um stolze 25% vor der AMD-Karte liegt. Rein auf UHD bezogen sind es sogar 33%. Also da können wir auf jeden Fall einen Strich drunter setzen. Wahrscheinlich wird es immer so bleiben. Für hohe Auflösung, also gerade für hohe Auflösung und hohe Komplexität in Grafik, ist die 4090 die schnellste Lösung. Das gilt insbesondere, wenn ihr Raytracing wollt. Na, im aktuellen Leistungsindex 2024, der wirklich fiese, sehr schöne Spiele vereint, ist die RTX 4090 insgesamt um 69% schneller. Und wenn man nur UHD anguckt, sind das sogar stolze 89%. Auch hier nochmal die Randinfo, ist ein bisschen theoretisch, weil es nicht immer ganz flüssig ist. Allerdings, wenn ihr so Spielchen wagt mit 5K zum Beispiel oder DLSS mal ausmacht oder FSR, je höher die Auflösung ist, desto größer auch der Abstand. Das heißt, in 5K beim Raytracing definitiv mindestens Faktor 2 und da ist noch nicht mal Path Tracing dabei. Was haben wir gelernt? Beide Grafikkarten sind sehr schnell, sind sehr geil, machen auf jeden Fall Spaß. Muss man gar nicht diskutieren. Und es gibt klare Aussagen. Schnellste Karte kommt von Nvidia, damals wie heute. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis liefert in diesem Duell definitiv AMD. Und noch eine Message vielleicht, installiert neue Treiber. Das gilt nicht nur, wenn ihr neue Spiele spielt, sondern ihr kriegt auch immer wieder neue Features. Das Wichtigste ist, wie gesagt, AMDs Fluid Motion Frames. Bei der GeForce fehlt sowas, da gibt es noch keine Treiber-Frame-Generation. Wahrscheinlich wird es sie auch nie geben. Allerdings, es passieren andere Dinge, so wie das neue Control-Panel zum Beispiel. Da gibt es sicher auch bald neue Features und das kann sich lohnen. Ihr denkt bis hierhin immer noch, dass das ein unfairer Vergleich ist und dass ich doof bin. Macht nichts. Dann macht einfach die 4090 im Vergleich weg. Macht die 4080 Super da rein, dann könnt ihr immer noch alles vergleichen und werdet merken, da ist die AMD-Karte natürlich im Verhältnis deutlich besser. Allerdings
ist die 4090 trotzdem die schnellere Grafikkarte. Insofern, wenn ihr eine kaufen wollt, macht ihr dabei nichts falsch. Die ist einfach nur teuer, ansonsten geil. Und wenn ihr schon eine habt, freut euch. Ihr habt immer noch die schnellste Grafikkarte bis zum Release der neuen Generation. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls nein, sagt uns das. Wirklich, wir lesen das. Wir versuchen auch zu beherzigen, was ihr sagt. Und wenn euch das gefallen hat, teilt es mit der Welt. Die Welt muss das wissen. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal bald. Ciao.